Der Landeselternrat hat am vergangenen Freitag zum Gespräch mit der Landesregierung gebeten und das zuständige Sozialministerium schickte seine Staatssekretärin Anja Naumann. Hintergrund waren teils exorbitante Steigerungen der Beiträge für die Krippen- und Kindergartenbetreuung in einigen Gemeinden in Sachsen-Anhalt. Die dort verantwortlichen Kommunen hatten als Schuldigen das Kinderförderungsgesetz der Landesregierung ausgemacht und dementsprechend dem Sozialministerium den schwarzen Peter zugeschoben. Hätten doch die Regelungen des Kinderförderungsgesetzes für diese Preissteigerungen gesorgt. Doch worum geht es denn nun genau? Für die Kinderbetreuung sind von Gesetzes wegen die Kommunen zuständig. Durch das Gesetz werden jetzt aber auch die Standards festgelegt, die zu erbringen sind, wie zum Beispiel die Betreuungszeiten, der Personalschlüssel oder auch die räumliche Unterbringung. Aber auch pädagogische Angebote gehören dazu. Schließlich sollen die Kinder nicht nur sauber, trocken und warm gelagert werden, sondern auch etwas lernen. Da gab es im Kinderförderungsgesetz Vorgaben. Man erinnert sich zum Beispiel an die Festlegung zur Ganztagsbetreuung, auch für Kinder aus Hartz-IV-Familien. Und auch dafür zahlt das Land entsprechende Zuschüsse an die Träger der Einrichtungen. Allerdings, und das ist neu, dafür möchte die Landesverwaltung endlich wissen, was denn ein Kita-Platz in Sachsen-Anhalt wirklich kostet. Und bei der nun geforderten Kalkulation der Kosten fiel bei einigen Kommunen wohl auf, dass viele Positionen bisher nicht berücksichtigt wurden und im Gesamthaushalt verschiedener Gemeinden einfach so mit untergingen. Das fing an mit nicht kalkulierten Mieten von Immobilien und hörte auf bei der Forderung der Landesverwaltung, die betroffenen Mitarbeiter doch endlich nach Tarif zu bezahlen. So zumindest die Staatssekretärin. Es gibt jetzt zwischen verpflichtend seit 01.01.15 zwischen den Landkreisen und den Trägern die Verhandlungen über die zu erbringenden Leistungen und die dafür zu zahlenden Entgelte. Dann gibt es die entsprechende Kostenbeteiligung des Landes und auch der Landkreise. Und das Defizit, was dadurch noch entsteht, das wird jetzt zusammen mit den Gemeinden geteilt zwischen Eltern und Gemeinde über die entsprechenden gemeindlichen Satzungen. Und natürlich, dann merkt man bei einer Gemeinde, die in der Konsolidierung ist, dass sie mindestens 50% von den Eltern nehmen muss. Bei Gemeinden, die nicht in der Konsolidierung sind, kann eine Gemeinde viel deutlicher auch 60-70% der Beiträge selber tragen. Darf, nicht muss, so die Betonung der Staatssekretärin. Und das gelte auch für die Gemeinden unter Zwangsverwaltung. Deswegen die Aufforderung, die Teilung der Kosten mit Augenmaß vorzunehmen, gäbe es doch eine Vielzahl von Möglichkeiten, den Gemeindehaushalt zu sanieren und vorhandene Spielräume zu nutzen. Also wir haben in Magdeburg den Vorteil, dass wir zum einen aus der alten Regelung, die wir vor dem KiföG hatten, partizipieren können oder halt aus der Regelung des KiföG selber, sodass wenn jetzt Elternbeiträge zahlen müssen, wird immer geguckt durch die Stadt, was ist günstiger für denjenigen. Und damit kann man erstmal sagen, wir sind, sag jetzt mal, ganz gut aufgestellt gegenüber manch anderen Gemeinden, denen es nicht so gut geht. Da aber Haushaltsrecht und Konsolidierung in die kommunale Selbstverwaltung fallen, hatten die Elternvertreter die Sorge, dass allein auf ihrem Rücken die Konsolidierung vorangetrieben werde. Denn am liebsten hätten sie eine kostenlose Kinderbetreuung im Lande. Ich persönlich gehe erstmal gut aus dieser Veranstaltung, weil das Land mit dem Ministerium halt hier gewesen ist, dass wir die Probleme ansprechen konnten, die es definitiv gibt und auch mitbekommen haben, dass das Ministerium, ein gutes Gehör zeigt. Was jetzt in der nächsten Zeit dann kommt, muss wirklich durch Telefonate oder halt das nächste Gespräch in Bernburg dann gesehen werden. Auch wenn es bei der Medienkonferenz so aussah, als würde das Land nicht unter Zugzwang stehen, was dieses Problem betrifft, schließlich sei man nur bedingt zuständig. Also warum auch? Also wir haben ein Haushaltsgesetz, ja, wir haben ein Finanzausgleichsgesetz, wir haben ein KiföG, wir haben Gesetzlichkeiten, die regeln, in welcher Art und Weise das Land zahlt, und das wird gemacht. Ja, das wird administriert und wird eingehalten. Aber da das Geld, was die Kommunen insgesamt zum Wirtschaften zur Verfügung haben, zu weiten Teilen aus den Zuweisungen aus der Landeskasse stammt, ist es wohl auch eine übergeordnete Aufgabe.
bei der die Auswirkungen des Kinderförderungsgesetzes nur einen kleinen Teilbereich darstellen.